Oh, was für ein fieser Cliffhanger, was? Wir haben praktisch einen Begleiter. Huch, ja doch, speichern ist gut. Thumbnail ist besser. So. Wir waren ja im letzten in der Dialogschleife festgesteckt. Was tut ihr hier in der Kirche? Ich könnte euch dieselbe Frage stellen, oder? Nun, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, vorgestern jagte mich ein Haufen Krawallmacher hierhin. Nein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich weiß es nicht. Es scheint ein ganz guter Platz zu sein und die Priester schmeißen Halblinge nicht einfach so raus, so wie Kalmhafen. Und jetzt hänge ich hier rum und suche Beschäftigung. Redet immer so viel. Solange man sich nicht von hinten anschleicht, um jemanden zu erledigen oder mit einem hübschen Mädel rumtrollt, sehe ich keine Notwendigkeit für eine Zurückhaltung. Stille ist für die Toten. Aber ich habe schon gehört, dass es da auch richtig so Plaudertaschen gibt. Okay. Das ist eine ganz schön lange Reise. Ne. Ja, lauf wohl vor eurem Ruf weg, was? Nichts gegen meinen Ruf, nichts gegen einen Ruf, mein Herr. Hält die Fliegen ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Wer keine Hitze verträgt, muss aus der Küche raus, stimmt's? Ihr wisst sicher, wie das ist. Beklaut einen übergewichtigen Kalifen mit Schweinebacken, knutscht mit seiner Tochter rum, bevor ihr mit einem Sack voll Beute abhaut. Und schon seid ihr ein meistgesuchter Mann in Kalimsan. Ach so, falsche Taste. So. Drücke ich auf das Dagi-Zeichen statt auf die 1. Woher sollte ich wissen, dass er so empfindlich mit seiner Tochter ist? Ich finde immer noch, es war es wert. Das hatte Stil und ich habe Stil. Vor allem der Stil aus dem Baumarkt. Bäume fällen mit Stil. Boah, Product Placement. Ich sollte Geld kriegen dafür. Schade, dass Neverwinter mich auch nicht anders behandelt hat. Okay. Was passierte dann? Neverwinter schien ein guter Ort für die jungen Halblinge wie mich zu sein, um die Geschäfte zu machen. Das war der erste Eindruck. Man glaubt nicht, was die Leute hier alles anstellen. Sie beschuldigen einen völlig unschuldigen Mann des Taschendiebstahls und werfen ihn ohne Verhandlung ins Gefängnis. Zumindest keine faire Verhandlung. Dieser Richter war fies. Glücklicherweise war mein Aufenthalt im schicken Gefängnis von Neverwinter ein kurzer. Ich habe meine Flucht nicht geplant, komischerweise. Aber ich war trotzdem froh darüber. Ah, ihr seid also ein Krimineller. Theoretisch wohl schon. Vertraut mir, in diesen Gefängnissen so viel beunruhigende Dinge, um die man sich sorgen muss. Selbst wenn die denken, ich wäre noch am Leben, würden die nicht nach mir suchen. Was meint ihr, welche Dinge? Was genau im Gefängnis vor sich ging, ist mir denn ganz klar. Ist mir nicht ganz klar. Um ehrlich zu sein, ich war erst ein paar Tage dort und begann gerade mir Gedanken darüber zu machen, wie deprimierend das Leben ist, als es anfing. Der Aufseher dort fing an, komisches Zeug zu reden und ließ alle Gefangenen frei. Sogar den wirklichen Abschaum. Mörder, Politiker, Anwälte. Das ganze Kruppzeug. Das ganze Kruppzeug vor allen Dingen. Ich bin natürlich schnell aus der Gegend verschwunden, wie man sich denken kann, und kam zu diesem Tempel. Hübsch, sicherer Ort. Das Letzte, was ich hörte, war, dass diese Gefangene das Halbinselviertel auseinandernehmen und ein Riesendurcheinander anrichten. Die Anwälte nicht. Die verlangen nur zu viel Gebühren. Warum sollte der Aufseher die Gefangenen freilassen? Kann ich nicht wirklich sagen. Einer der anderen Gefangenen haben durcheinander durchscheinen lassen, dass wohl ein mächtiger Mitgefangener den Aufseher kontrolliert und diese Dinge tun lässt. Klingt so merkwürdig, finde ich. Es war wohl eher hirnkrank. Er war wohl eher hirnkrank. Von der Pest. Das ganze Halbinselviertel ist in Aufruhr. Ich glaube nicht, dass die örtlichen Wachen das unter Kontrolle haben. Nun, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe Leute gesehen, die auf offener Straße angegriffen wurden. Wenn ihr euch in dieser Teil der Stadt begebt, solltet ihr jemanden dabei haben, der sich auskennt, oder? Klick, oder? Ich suche eigentlich nach Leuten, die ich anheuern kann, um mir bei meiner Mission zu helfen. Oh, eine Aufgabe, sagt ihr. Meine Zehenspitzen zittern schon vor Neugierde. Oder ist das mein sechster Sinn für Gefahren? Wahrscheinlich eher nicht, sonst wäre ich nicht so waghalsig. Na egal. Um welche Aufgabe handelt es sich denn?
Ich arbeite für Fürstin Aribeth. Meine Aufgabe ist streng geheim. Ah, dann seid ihr also eine Art Geheimagent im Dienste der hübschen kleinen Elfen, ja? Muss ja schon aufregend sein. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen. Gegen eine entsprechende Bezahlung, versteht sich. Also lasse ich ein wenig handeln, ja? Ich bitte euch, meine überragende Fähigkeit in Diebstahl, Schlösser öffnen und im Schwertkampf an, wenn ihr mir jetzt gutes Geld als Lohn zahlt. Ich bezweifle, dass jemand von meinen Kenntnissen findet. Ich finde, 200 Gold sind ein guter Handel, oder? Das scheint etwas teuer zu sein. Das ist übrigens jetzt ein, da geht es jetzt auf Überreden übrigens. Das heißt, mein Überredenswert, also der eine Punkt, den ich da habe, wird, oder null Punkte, werden jetzt gezählt. Das scheint etwas teuer zu sein. Ich gebe euch 150. Ach, Misserfolg. Sieht so aus, als wäre ich gerade aus dem letzten Boot von Mondscheininseln gestiegen. Ich weiß, wie gefährlich ihr Abenteuertypen seid. 200 oder keine Liebe von Tomi. Ja gut, ich könnte einen guten Schurken gebrauchen. Hier sind eure 200 Goldmünzen. Wir kommen an Bord. Gut. Ich kann Abenteuer schon riechen. Oder soll ich vielleicht meine beiden Socken mal waschen? Gegenstand an Tomis Vertrag. Ich schrufe dann so hinter euch her und mache mich nützlich, bis ihr mir was anderes auftragt, okay? Also sagt einfach Bescheid. So, wir haben einen neuen Gegenstand. Alter, wir haben 6 Minuten, wir haben 10 Minuten durchgequatscht. Tomi, dies ist der Vertrag von Sankt Venganza. Komm zu mir! Mein Bildschirm im Hintergrund hat sich mit Instant gewechselt. Cool. Kann Zauber wirken, aha. Dieser Zettel hat mehr als nur einen Fettflecken und wurde kaum leserlich von Tomi unterzeichnet. Offenbar sollte der Beleg dafür sein, dass Tomi euch als Gefolgsmann dient. Bim. Ja, kommt als... Das kommt ins Questlog. Was ist das denn für ein Stein, den ich da habe? Der Rückschruhstein. Besondere Eigenschaft nur von Träger benutzbar. Ah ja, das ist der Stein... Alter, jetzt langt das mal. Das ist der Stein, der mich nach unten bringt. So, ich soll mal abspeichern. Wir können Tomi übrigens Sachen geben. Also es bräuchte... da ist das. Da er übrigens Geschick... Nee, da er übrigens ein Dieb ist. Und... Also ein Schurke. Dann kann er... Ne, da braucht er auf jeden Fall Geschicklichkeit. So viel wie geht. Was hat er eigentlich an Skill? Was hat das denn zu tun? Was hat der denn an, bitte? Ihr seid nicht in der Lage, das Gepäck dieses Begleiters zu sehen. Ja, leck mich doch. So. Gut. Abgespeichert. Gehen wir weiter. Die 200 Gold prompt wieder ausgegeben. Aber wenn ich einen Händler finde, habe ich schon wieder ein bisschen Gold. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Ich grüße euch. Oh, bitte. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ihr gehört doch zur städtlichen Miliz, oder? Oder nicht? Die Wachen am Tor sagten, dass ich hier vielleicht Hilfe bekommen könnte. Aber ich weiß nicht recht, ob sie es ernst meinten oder nicht. Oder nicht. Worum geht's, Frau? Was belästigt ihr mich? Es tut mir leid. Aber es ist einfach zu schrecklich. Ich dachte, ich könnte... Alter, was ist da für ein Aufstand, bitte? Ich dachte, ich könnte jemanden finden, der mir hilft. Bitte, bitte, hört mich an. Es ist das Halbinselviertel. Ich lebe dort und... Oh, es ist einfach schrecklich. Die töten. Alle rennen um ihr Leben. Es ist schrecklich. Ja, beeilt euch und erzählt schon, ich bin sehr beschäftigt. Also gut, ich komme aus dem Halbinselviertel, dort ist mein Zuhause, oder besser, es war dort. Jetzt ist es dort einfach zu gefährlich. Die Häftlinge bringen alle um, es ist schrecklich.
Flüchtlinge zusammentreiben? Wie? Was zahlt ihr? Was? Ich habe nichts. Ich könnte gerade mein nacktes Leben retten. Ihr arbeitet doch für die Stadt, oder nicht? Ist es da nicht sogar eure Pflicht? Falsche Antwort, Trampel. Ihr bezahlt mich. Und zwar... Oh Gott, das kann ich nicht sagen, ey. Ja, wer hat denn das gesagt? Ne. Hier ist auf jeden Fall das Chaos ausgebrochen. Falsche Antwort, Trampel. Ihr bezahlt mich und zwar sofort. Boah, Richtung Böse verschoben. Aber ich habe Goldmünzen erhalten, das ist gut. Bitte, bitte, tut mir nichts. Ich habe vielleicht etwas für euch. Bitte, hier, nehmt es. Das ist alles, was ich habe. Immer, da soll ich verfluchen. Verflucht sollt ihr sein. Verdammt, verschwindet! Seht ihr das Bild? Das Bild ist Gesetz. So. Ich brauche einen Händler, dringend. Stadttor. Burg Nie. Die Burg heißt tatsächlich die Nie. Schwarzseeviertel. Mondsteinmaske. Waffen und Rüstung für... Ah. Die Seuche verkündet das Ende aller Tage. Wo ist denn... Ja, ich komme von da unten. Ja, geh doch da links, Mann. Was ist denn da so schwer, da längs zu gehen? Es ist doch einfach nur die Kamerasteuerung, die ist falsch. Ich möchte nur zurück nach Hause. Ins Bett, Herr Vettel. Das ist alles. Hier müsste der sein. Ja, da. Geradeaus. Halsmaul. Halsmaul. Schild, Waffen und... Okay, hier gehe ich rein. So. Hallo. Ja, kann ich etwas für euch tun? Der strahlende Ritter führt euch, führt, was ihr benötigt. Ja, zeigt mal, was ihr zu verkaufen habt. Händler ist freundlich, schön. Gut, verkaufen. Das Ding bringt immerhin 55. Siehst du, ich sag doch, wir kriegen Geld. Das bringt uns immerhin 5. Der Zauber 13. Der Ring immerhin 8. Ah, 208 bringt er übrigens der Stab. 7 das. Die behalte ich mal, weil ich jetzt gleich eine Armbrust haben möchte. Die kann ich auch gleich hier reinstecken. Okay, wir haben ein bisschen Geld Cash gemacht. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir sollten eine Fernkampfwaffe haben. Eine schwere Armbrust wäre interessant. Boah, die ist aber teuer. Kann mich natürlich auch erstmal mit einer leichten eindecken. Ja, komm, was soll's. So, da brauche ich Munition dafür. Die sind günstig zum Beispiel, die kann ich für 1 kaufen. Ich mir mal 4 Sätze, das reicht eigentlich dann. Zumindest für den Beginn. Wir werden später, glaube ich, immer noch welche finden. Hoffe ich. Huch. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Armbrust. Also damit auch eine Fernkampfmöglichkeit. Das heißt, ich möchte die auch... Ja, ich muss das... Schnellzucker flöschen. Ich muss das gleich nochmal alles einsetzen. So, wir haben noch 303 Gold. Jetzt können wir uns nochmal eine Rüstung kaufen, eine gescheite. Eine magische wäre natürlich top. Wie hier zum Beispiel. Irgendwas, was nicht so viel wiegt. Wir haben hier aktuell eine 30er Rüstung. Das muss weniger werden. 15 zum Beispiel.
Eine Lederrüstung plus 1 wäre interessant. Was ist das für ein... Oh, Gewicht 5. Ach, das wäre super für einen Schurken eigentlich. Oh, war dafür 40, ne? Ich glaube, dann werde ich die... Wie sieht's aus? 3. Ja, das ist... Das ist es mir wert. Was hat die Fellrüstung? Auch 3. Na, ich nehme den hier. So. Gut, 318 habe ich noch. Jetzt kann ich mir auch eine neue Waffe aussuchen. Oder wie es gesagt wurde, dann halt eine Sache suchen. Wie sieht's denn aus mit Ringen? Schutzringen. Auch nicht so sonderlich viel. Dann suchen wir uns mal einen plus 1 Knüppel, dann passt das eigentlich auch schon. Ein Kukri. Ne, das ist schon wieder richtig zu groß. Der hat ja gar nichts hier. Der hat echt nichts. Der hat echt nichts. Gut, dann werde ich einfach mal noch einen anderen Schild suchen. Ein großer Schild plus 1. 2 plus 1. 1. 1 plus 1 macht 2. Da habe ich auf jeden Fall einen besseren Schild. Boah, die sind ja toll. Ach, nö, okay, das hat sich erledigt. Das wird nichts. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal, wie die nette Dame sagt, gar nichts kaufen, weil der Typ über... Doch, da hat was. Ich glaube, ein paar Tränke nehme ich mit. Einfach mal so mittelschwere Wunden heilen. Einfach mal so 3 mitnehmen. Falls da mal was sein sollte, dann haben wir auf jeden Fall Schutz. Gut. Wir hatten noch ein Level-Up gehabt, ne? Achso, habe ich schon gemerkt. Gut. Leichter Wundenheilen habe ich... Was ist denn das? Ups. So. Segnen dahin. Das Monster dahin. Dann segnen dahin. Und Geräuschexplosion dahin. Gut. Ich würde sagen... Packen wir die Armbrust raus. Und, ja. Damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Das war die zweite Session. Let's play Advian Part 02 von der Session her. Ja, und damit sage ich nochmals danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssikowski.